So, und damit ein Hey-ho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy X HD Remastered. Wir sind hier in Guado Salam angekommen, nachdem wir Rico kennengelernt oder wiedergefunden haben, sagen wir es mal so. Kennengelernt haben wir sie ja viel früher im Spiel. Da unten lang kommen wir noch nicht, weil da steht eine Wache, die uns da nicht durchlässt. Da ist erstmal eine Truhe mit einer Mega Potion. Gönne ich mir mal. So, wir erkunden mal ein bisschen. Was haben wir hier? Menschen, ein Medium mit Leibgarde. Bewacht können die Toten ohne Sorgen ruhen. Bla bla bla. Genau, hier ist, glaube ich, dieses Abyssum. Nee, doch nicht. Hier ist nur ein stinknormaler Laden. Also ein normaler Laden in dem Sinne, ne? Es ist ja im Grunde auch nur hier. Haus. So. Dann wollen wir mal weiter gucken. Genau, das hier oben ist ein Laden, soviel ich weiß. Genau, das ist hier noch ein Geschäft. Und Owaka. Plauschen. Sind schon Füchse. Die machen ein Riesengeschäft mit Reisenden. Genau, wir können jetzt hier bei ihm nämlich auch noch ein paar Items zum Beispiel holen. Füllen wir mal auf 50 auf. Achso, Items würde ich jetzt ungerne verkaufen wollen, weil wir ja jetzt wissen, dass Rico, also dass wir die allgemein, und ich fehle jetzt trotzdem noch aus, dass wir die ja dingsen können. Dass wir die Waffen jetzt ja aufwerten können und so. Ich wollte nur gucken, was er hier so schön ist. Todesschlag. Das gefällt mir ja doch, ne? Wenn ich mal mit ihr zuhaue, dann Todesschlag, bam, gib ihn. Zerstörungsfaust nehmen wir auf jeden Fall mit. Diese Fata Morgana nehmen wir mit. Weil die können wir noch verbessern. Schock, 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 Schock. Ja, jetzt kommen nämlich diese ganzen 50% Strom Sachen mit dazu. Wird aber eigentlich macht es schon Sinn, weil wir vor uns ein Stromgebiet war ist. Aber ich sag mal so, eher nicht. Nee, lassen wir mal so. Achso, die Fata Morgana kann weg. Und der kann auch weg. Der kann weg. Alter, du Scheißfliege. Entschuldigung, aber mich nervt hier schon seit gefühlt einer Ewigkeit eine Fliege, die ich einfach nicht erwische. Achso, Umbau. So. Durchleuchtet die Statuswerte der Feinde. Das wäre natürlich hilfreich. Komm, das machst du jetzt, Adlerauge. Und du machst das auch gleich mal mit. Klarsichtklinge. Einfach damit wir das haben. So. Genau, hier geht's dann nämlich. Hier oben ist noch auch noch ein kleiner Raum, wenn ich richtig liege. Genau. Hier liegt nämlich noch ein Albed Lexikon und noch eine Truhe mit 3000 Gil. Du bist doch Lyros von den Besaid Ochros. Seit dem Ge Turnier gehört dir meine volle Aufmerksamkeit. Wollen wir nicht mal spielen? Beim Turnier hatten wir viel Ärger mit den Monstern. Vielleicht
wurden dabei verletzt. Ah, ein Player. Was? Wenn die Kohle stimmt, würde ich sogar für Albert spielen. Ja, guck mal. Ihn könnte ich tatsächlich sogar hier witzigerweise zu meinem Team dingsen. Wenn ich richtig liege. Aber okay. Wollen wir ja alles nicht. Kein Bedarf. Hier ist noch eine Truhe. Blum. Genau, und hier oben geht's nämlich zu dem Abyssum oder wie das Ding da heißt. Aber erstmal sollen wir ja eh in die Residenz. Deswegen gehen wir auch erstmal hier rein. Yuna. Why does he want to see me? Oh, gute Frage. Kimari not like Mr. Seymour. Er traut ihm nicht, ja? Das ist auch gut. I wonder what smells so nice. Stay close to Yuna. Bei der Yuna stets im Auge. Jo. This way, please. Oh. Okay. Wir sollen wohl hier lang. Schade, ich wollte mich... Achso, das war der Weg sogar. Was haben wir da? Da kann ich nichts mehr. Da oben komme ich, glaube ich, auch nicht mehr, nicht lang. Schade. Das war sogar der richtige. Ups. I will go inform Lord Seymour. Please wait here. Wow. Wir durften anfangs warten und jetzt dürfen wir hier auch wieder warten. Glaube ich auch nicht. There's no temple here in Guadalsalam, see? Summoners usually just pass through on their way elsewhere. What? I didn't even ask a question and you're explaining things. You'd rather I say nothing then? No, no. Maybe you finally believe I don't know anything about Spira. And maybe that means you believe me about Xanarkin too? Well, there are many things I do not know. Your Xanarkind is one of those things. I suppose I can't say what I think either way. Still, be careful. Mm-hmm. You shouldn't tell other people. Yeah, I know. Ja, erzähl's nicht jedem. Kimari speak no. Wie geht's, Yuna? What could it be? This is good. Klar, Riku frisst sich da erstmal durch. Mal kurz hier durchgucken. Liegt hier irgendwo was? Irgendwas Unauffälliges oder so? Nee, anscheinend nicht. Okay. Stay on your guard. Why? This guy is just a priest, right? Those with power use that power. Maesters have power. Wait. You sure you don't have something against Yevon? I lived a long time in Xanarkand. Ah. Truly, it is good to have guests again. Since Lord Giskel passed away, these halls have been too quiet. The death of Lord Giskel was a great loss for all of Spira. Was this Maester Giskel really such a great guy? He brought the teachings of Yevon to the Guado. He was truly a great man. Truly a loss for us all. But now, a new leader, Lord Seymour, has come before us.
Lord Seymour is the child of a Guado and a human. He will be the tie that binds our two races together. But that is not all, I think. Lord Seymour, he will surely become the shining star that lights the way for all the peoples of Spira. That is enough trouble. Must I always endure such praise? Ups, Headset verrutscht. Welcome. You wanted to see me? Please, make yourselves at home. There's no rush. Please keep this short. Yuna must rush. Pardon me. It has been a long time since I had guests. Lady Yuna, this way. Oh, die Szene ist gut. This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the far. Correct. Xanarkand, as it looked 1,000 years ago. The great and wondrous Machina city, Xanarkand. She once lived in this metropolis. She who? Lady Unalesca. She was the first person to defeat sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Braska was entrusting you with a great task. He wanted you to face sin as Lady Unalesca did. However, Lady Unalesca did not save the world alone. To defeat the undefeatable sin, it took an unbreakable bond of love, of the kind that binds two hearts for eternity. Wow, your face is beet red. You okay? He asked me to marry him.
You serious? Hey! You know what Yuna must do. Of course. Lady Yuna. No, all summoners are charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating Sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. I proposed to Lady Yuna as a maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so, the actors must play their parts. There's no need to answer right away. Please, think it over. We will do so then. We leave. Lady Yuna, I await your favorable reply. Why are you still here, sir? I beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the Far Plane. Entschuldigung. Ja, Seymour weiß, dass Auron ein Geheimnis mit sich trägt. Was wir noch nicht an dieser Stelle wissen. Ne? Aber wir werden es noch herausfinden. Beziehungsweise, ich weiß es, aber ich will nicht spoilern. Ne? Yuna, the High Summoner's daughter. Seymour, the leader of the Guado. Married in the name of Yevon. Overcoming the barriers of race. It would give Spira something cheery to talk about for a change. Sounds just like a passing daydream, like Auron says. Come on, let's just get on with the pilgrimage. I mean, marriage? Jealous? Eifersüchtig? What? No way. We gotta defeat Sin. Romance can wait. You sure picked a fine time to lay this one on us. Maybe it is a fine time. You serious? If my getting married would help Spira? If it would make people happy, if I could do that for people, maybe I should do what I can. I never imagined doing anything like this. But I won't answer till I know what's right. Seriously? You could always just quit your pilgrimage and get married. I will. Go on. I'm sure that Lord Seymour will understand. I guess so. I am a summoner. I must fight and defeat Sin. Like Braska before you. I had to stop myself from shouting. What's there to think about? I'm going to the Far Plane. I'm going to see my father and think on this. Go on. We'll be right behind you. I wondered why none of the others ever asked Yuna. Do you love Seymour? Do you even like him? Ja, ob sie Seymour überhaupt liebt, ist, glaube ich, hier gerade herzlich wenig Sinn der Frage oder so. Beziehungsweise die Frage kommt hier ja herzlich wenig auf, weil also ich speichere gleich noch offscreen, weil im Grunde es ist eher eine Sache von Verpflichtung als von wahrer Liebe, ne? Naja, ich würde jetzt erstmal die Folge beenden und dann würde ich erstmal sagen, war's das für diese Folge von Final Fantasy 10 in der HD Remastered. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir in das Abyssum gehen. Also, tschüss, ciao, euer Livus Kisan.